Ich habe versagt. Ich habe alle im Stich gelassen. Ich habe sie enttäuscht. Diese schreckliche Stadt hätte in alle Ewigkeit verborgen bleiben sollen. Aber vielleicht musste es ja so kommen. Man kann Geheimnisse nicht ewig hüten. Wenigstens sind die Wächter, meine Kinder, jetzt nicht länger allein. Hier ist der schwarze Pharao eine blutbefleckte Stufe nach der anderen herabgestiegen, wo seine Untertanen als Sklaven hingebracht und seinem grausamen Gott Aton geopfert wurden. Die Stadt wurde aus Blut geboren, und aus ihren Schrecken lässt sich nichts lernen. Aton ist kein Gott, und die atonistische Religion weiß gar nicht, was Opfern bedeutet. Aus freiem Willen, das Herz voller Licht und Hingabe. Dieses Ding, das sich Aton nennt, nimmt nur, verlangt und verschlingt die Unschuld der Menschen, ihren Geist, ihre Seele, und gar nichts kann seinen Hunger stillen. Wir haben einmal zugesehen, wie er Ägypten in die Knie zwang. Und dann opferten wir uns selbst und andere, um ihn aufzuhalten. Heute ist die Welt größer. Wenn er kann, verbreitet Aton seine Finsternis auch außerhalb Ägyptens. Das Blutvergießen hat schon begonnen und die Aasfresser sammeln sich an seinen Altären. Und meine tapferen Kinder schreien. Sie fürchten, ihre Stärke reicht diesmal nicht aus. Ich weigere nicht zu glauben, dass sie scheitern können. Denn wenn sie scheitern, dann ist das nächste Blutopfer, das es gibt, unsere Zukunft und ihre.